Hallo meine Freunde der gerobten Steine, herzlich willkommen im Brickcamp, heute zum Museumsupdate Nr. 3. Es ist endlich mal wieder ein bisschen was vorangegangen. Ja, ich weiß, ihr wartet da schon eine Weile drauf. Deswegen wechseln wir jetzt mal gleich ganz schnell auf die mobile Kamera und gehen mal durch das Museum. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier auf der mobilen Kamera. Dann fangen wir mal an, einen kleinen Schwenk durchzumachen. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, ein bisschen bei der Waffenkammer, bei der Detaillierung. Da habe ich auch noch ein bisschen was umgebaut. Kommt jetzt hier vorne, da fehlen noch ein paar 1x2x2er Panels. Die sind schon bestellt, aber naja, durch das gerade ein bisschen in China das Ganze stockt, dauert es noch, bis sie kommen. Dann habe ich hier die im Mittelbereich, ja, wie man es auch schon in den Kommentaren hier mir gesagt hat, so ein bisschen abgegrenzt für die drei größeren Waffen. Habe dann innen drin mal so ein bisschen probiert mit so Holzfliesen, ja, da noch ein bisschen was schön zu machen. Sonst ist hier eigentlich die Ausrichtung hier mal gleich geblieben. Dann haben wir hier die Geländer jetzt montiert. So als Abgrenzung, das mit den Ketten hat leider nicht so gut funktioniert. Ich weiß, ihr habt gesagt, ja, mach's doch mit Ketten oder so. Aber ich habe da, beziehungsweise ja, offen lassen soll ich es nicht. Da gebe ich euch auch vollkommen recht. War jetzt auch nicht so absolut mein Favorit, das offen zu lassen. Und dann bin ich an der Wall zufällig hier an diese Geländer gestoßen. Hab dann oben drauf diese reddish-braunen Teils drauf gemacht, dass man so einen Handlauf hat. Ich finde, es kommt ganz gut rüber. Hier hat man noch ein bisschen ein Reststück hier an dieser Stelle vom Modul 1. Wenn man die nämlich zusammensteckt, muss man dann hier noch ein bisschen fließen. Aber dann geht es eigentlich darüber. Das gleiche ist hier vorne auch eingezäunt. Und dann habe ich hier auch, ihr seht, das Dach geändert. Wir hatten ja vorher so große Slopes drauf. Jetzt probiere ich das hier gerade ein bisschen rum zu experimentieren. Mit Plates, das sind 16x16er Plates, die ich da verwende und so angeschrägt zu montieren. Und ich finde auf jeden Fall, es wirkt besser und es sieht schöner aus mit dem Schrägdach, wie wenn ihr noch vor dem alten Video guckt, mit diesen Slopes, was ich da bloß montiert hatte. Dann kommen wir jetzt eigentlich zum Großen, was und Ganzen, was sich jetzt richtig getan hat. Hier seht ihr halt viel Klein und Details. Ja, viel nicht, aber hier in dem Bereich eher ein bisschen an den Details gearbeitet, Holz gefliest, die Geländer angebracht. Aber so richtig Feindetaillierung ist noch natürlich noch nicht da. Wie ich schon gesagt habe, das kommt erst zum Schluss. Bitte bleibt auch bis zum Schluss dabei. Ich habe nachher eine kleine Umfrage, wo ich froh wäre, wenn ihr da mir, beziehungsweise wäre ich echt happy, wenn ihr da ein bisschen kommentieren würdet. Oder sonst notfalls skippt zum Schluss, zu den letzten 10 Sekunden. Das würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Feedback gibt. Natürlich freut es mich mehr, wenn ihr das Video komplett anschaut. Ja, dann gehen wir jetzt hier mal zu der Neuerung. Das ist hier die Packgalerie, wo auch aus den Kommentaren ich genommen habe. Hier mal, ich glaube, das war das Caesarrot. Ja, Grüße gehen raus. Ich soll doch hier eine Erhöhung machen. Da wollte ich dann tatsächlich nicht mehr in diesen Light Bluish Gray, Dark Bluish Gray, sondern mal ein bisschen Leben reinkriegen. Es ist auch noch nicht ganz fertig. Ja, der Boden soll noch ein bisschen mehr Struktur kriegen. Die Büsche sind auch nur mal so angesetzt vorne die weiße Tafel. Da kommt dann auch die Beschriftung, was steht da für ein Geschütz mit den Sandsäcken. Also mir gefällt es ziemlich gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hier links ist dann natürlich die Schautafel ein bisschen kleiner jetzt ausgefallen. Aber der Feuerlöscher, wenn ihr euch noch erinnern könnt, ist jetzt montiert zum Feuermelder oben drüber. Da hat sich dann auch was getan. Und dann kommen wir jetzt eigentlich noch zu einem kleinen Highlight. Ja. Wie haben wir das große Geschütz? Das war ja noch so ein Brocken. Wie präsentieren wir das? Das hat mir auch so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht, muss ich euch ehrlich sagen. Und da bin ich, finde ich, aber ist die Lösung. Mir gefällt sie ziemlich gut. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Hier die schöne Long Tom auf so einer Erhöhung mit Ketten drumherum. Da hat es dann auch echt gut funktioniert von den Abständen her. Ich weiß,
Man sieht immer die Farbunterschiede. Mittlerweile habe ich mich davon abgefunden, dass ich einfach hier Unterschiede habe. Ich habe ehrlich gesagt nicht das Geld, alles nur von einem einzigen Hersteller zu kaufen, so dass es dann keine Farbabweichungen gibt. Aber mich stört es auch nicht mehr. Dann habe ich hier noch eine große Fläche gehabt, ein bisschen, und wusste ich nicht, was mache ich hier hin. Ja, klar, wie wäre es mit einem kleinen Ruheraum, einem Ruhebereich? Hier haben wir eine Bank. Ja, wo man sich dann hinsetzen kann, einen kleinen Mülleimer, ein paar Blümchen mich mal dran probiert, um einfach dann noch eine Fläche zu schaffen, wo man sich dann auch mal hinsetzen kann und ausruhen. Ja, weil das haben wir ja hier in dem Segment gar nicht. Im ersten Segment haben wir die Cafeteria und da wollte ich hier dann auch noch so eine Kleinigkeit reinbringen. Hier habe ich dann zum Unterbauen halt, musste ich dann hochziehen, dass die aufliegen. Weil die Dachkonstruktion ist schon ganz witzig, liegt hier auch nur auf. Und das wird hinten nur reingeklipst. Also ich habe von hinten hier Klipse reingebaut, dass ich dann das Dach eigentlich nur reinklipse. Deswegen, man kann sie auch leicht anheben. Ja, und dann liegt das hier so nur auf. Ob ich das Dach fließt, weiß ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil ja, hier oben drauf sieht man es eigentlich sowieso nicht. Also wenn man hier so guckt, diese Position, diese Ansicht wird man eigentlich nie sehen. Deswegen glaube ich eher, dass ich das nicht fließ. Ja, weil es jetzt steht im Regal. Diese Erhöhung habe ich auch nur gemacht, weil mir das mit den niedrigen Slopes nicht gefallen hat. Weil wir hier nebendran das erste Modul haben. Das erste Modul hat hier die Durchgangshöhe. Und dann geht es nochmal ein Stockwerk höher. Und wenn wir dann auf einmal in eine Halle runtergehen, die wesentlich niedriger ist, hat der Übergang mir gar nicht gefallen. Das wär's schon, ja. Also machen wir nochmal einen kleinen Schwenk durch. Hier die Geländer. Dann schon die Schilder, die sind auch schon fest. Ja, da muss ich dann schauen. Hier fehlt, wie gesagt, noch die Panels. Dann oben der Holzhandlauf. Hier vorne bei den zwei Flachs. Das sind wir auch schon so weit durch. Das Long Tom auf der Erhöhung. Hinten die Packgalerie, wo dann auch noch ein Geschütz Platz hat. Mal schauen, was noch dazu kommt. Unsere kleine Ruhebereich. Das war's schon. Aber es ist leider nicht so viel, obwohl es ist mehr Arbeit, wie man sich denkt. Ich bin aktuell sehr zufrieden. Bitte schreibt mir einfach mal rein, ja, wenn euch was auffällt, was könnt man vielleicht oder euch noch ein paar coole Gedanken kommen, gerade was die Details angeht. Wie gesagt, Schilder werden alle, habe ich schon mal erwähnt im letzten Video, dann erst gedruckt bzw. Sticker angefertigt, wenn wir drei Segmente haben. Da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema, aber dafür wechseln wir wieder die Kamera. Bis gleich. So, Leute, das war's jetzt schon mit dem Museumsupdate Nummer 3. Bitte jetzt noch ganz kurz dranbleiben. Ja, jetzt geht es noch um euer Feedback bzw. eure Ideen. Ich brauche ein drittes Modul. Ja, wie ich schon mal erwähnt habe, ich möchte so drei Module in einem Grundaufbau haben, bevor wir mit der Feindetaillierung anfangen, Schilder erstellen, da Deko, hier Deko machen, dann noch ein bisschen ausschmücken das Ganze. Weil ich mir aber da ein bisschen die Teile zusammensammle, habe ich das schon mal erwähnt, möchte ich erst drei Module im Grundbereich, also im Grundaufbau fertig haben. Wir haben bis jetzt, kleines Resümee, Modul 1, da haben wir einen Kaffee und einen kleinen Shop, wo da unten reinkommt, der noch nicht fertig ist. Oben die Empore mit Uniformsausstellung, unten die Fahrzeuge. Modul 2, wo jetzt so ein Grundaufbau, wenn die Dachteile kommen, dann auch soweit wäre, mit Geschützen. Und die Waffenkammer. Als Modul 3 würde ich mir jetzt vorstellen, wäre mein Favorit wahrscheinlich schon WW1, dass wir da was machen. Da habe ich ein paar Fahrzeuge da. Dann hätten wir sonst noch Versorgungsfahrzeuge, das Themengebiet, also Schlepper, LKWs, Halbkettenfahrzeuge. Oder als drittes Thema wäre dann sonst noch das Thema Modern Warfare, also Panzer der aktuellen Generationen, Merkava, Abrahams, Leopard. Haut's in die Kommentare, welches der drei Module soll ich als nächstes anfangen? WW1, Schlepper und Co. oder Modern Warfare? Ich würde mich sehr freuen über Feedback. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Soldier, habt eine schöne Woche. Ciao!